Der jährliche Malwettbewerb der Stadtwerke Schwerin findet auch in diesem Jahr statt. 14 teilnehmende Grundschulen können bis Mitte Januar Bilder zum Thema Alex und die Stromzwerge einreichen und Einzel- sowie Gruppenpreise gewinnen. Damit die Schüler ausreichend ausgestattet sind, werden Malkoffer und eine kleine Überraschung an die Klassen verteilt. Das Maskottchen Alex wird in diesem Jahr jedoch nicht persönlich die Utensilien überbringen und das Thema vorstellen können. Gerade die Kleinsten sind immer wieder total begeisterungsfähig, wenn es eben um die Themen Energie, Energiesparen geht. Die sind halt dabei, ihre Eltern mit ins Boot zu holen. Und deswegen freuen wir uns einfach, wenn wir schon auch die Erstklässler und Vorschulkinder an solche Themen heranführen können. Die Malaktion dreht sich rund um das Thema Stromsparen und Strom in Alltagsgegenständen. Im letzten Jahr sind kreative Ideen zu umweltschonenden Fahrzeugantrieben entstanden. 20 ausgewählte Malarbeiten wurden im Foyer der Stadtwerke ausgestellt. Beeindruckt vom Bewusstsein der Kinder für klimaneutrale Mobilität, hat sich der kommunale Energiekonzern dazu entschieden, mit gutem Beispiel voranzugehen. Deshalb bringen die Stadtwerke die Geschenke mit einem neuen Elektrofahrzeug zu den Grundschulen.